Spiele, die am Ende dann wichtig sind, um in die Playoffs einzuziehen. Die besten 8 Teams werden dann in die Playoffs einziehen. Dieses Jahr sind es insgesamt 31 Teams, wie ihr sehen könnt, gemischt mit Schweiz, Österreich und natürlich Deutschland. Wobei wir sagen müssen, dass nicht alle deutschen Bundesländer ein Team stellen können. Ja, und hier geht's schon los im Veto. Wir durften anfangen und haben direkt mal DE Train rausgehauen. Ja, eigentlich ein ganz safer Pick, dass wir DE Train nicht spielen. Einfach die Sache, dass es im Mix relativ schwierig ist, dort irgendwas zu machen. Es wird sicherlich auf irgendeine Map hinauslaufen, wie Overpass. Okay. Overpass direkt raus. Also Rheinland-Pfalz will hier Overpass bannen. Aber sowas wie Cache, Mirage, das wo so in die Richtung wird es auf jeden Fall gehen. Also ich denke nicht, dass wir jetzt irgendeine ausgefallene, ja, utopische Map sehen werden heute. Der Bene für Rheinland-Pfalz. Ja, ist doch nice, Mann. Gefällt mir. Schaut es euch an hier, das ist. Ich darf nur aufpassen, dass ich hier nicht reinklicke, weil ich habe nämlich genau auch Teamrechte. Nicht, dass ich dann hier für meine Mates irgendwas vote. Dann bekomme ich am Ende Anschiss. So. Unsere Jungs, das war mir eigentlich auch relativ klar, dass wir hier das so nicht sehen werden. Es ist so ein bisschen eine Hassmap. Von den Jungs, deswegen habt ihr also auch das so rausgepickt. Warum ist Tuscan im Pool? Tuscan ist. Ich glaube, das wurde intern abgestimmt, dass Tuscan mit drin ist. Inferno ist auch schon mit drin, die neue Map. Sind ja eigentlich beides Maps, die nicht mehr im normalen ESL Map Pool Bestand haben oder im Volvo Map Pool. Aber in der DLM sollten alle Maps mit drin sein. Ich finde es cool, viele verschiedene Maps. Vielleicht sieht man diese Season auch mal Tuscan, vielleicht sieht man auch Inferno. Würde mich auf jeden Fall freuen. Müssen wir schauen, was die Zeit bringt. Und Rheinland-Pfalz hat hier direkt DE Nuke rausgebannt. Wieder natürlich noch DE Inferno rausgebannt. Und jetzt haben wir nur noch Mirage, Cache und Kabel sowie Tuscan am Start. Die hier ja, die letzten Maps bilden. Also jedes Team darf noch mindestens einmal bannen. Wir dürfen dann auswählen, welche Map gespielt wird. Und ja. Also ihr seht jetzt DE Tuscan, Cache, Mirage noch drin. Ja, Gabby, ich grüße dich, Mann. Grüße gehen raus auf jeden Fall. Jungs, gebt alles umpumpen da und ja, Sieg holen, ne? Ganz klar. Genau, wir hauen hier noch die Tuscan raus. Ah, und jetzt darf Rheinland-Pfalz, genau so wird das gemacht. Okay, durften doppelt bannen, jetzt darf Rheinland-Pfalz. Dann wurde ja das Bannsystem auch wieder geändert, da es wieder eine Map mehr ist. Ja, darf jetzt Rheinland-Pfalz entscheiden, ob wir hier DE Mirage oder DE Cache sehen. Ich bin ganz ehrlich, ich würde am liebsten DE Cache sehen. Weil es halt auch trotzdem eine sehr taktische Map sein kann, auch wenn es ein Mixteam ist. Du kannst sehr, sehr viele Sachen auf DE Cache doch auch im Standard spielen. Ist zwar bei Mirage auch so, aber Mirage sieht das dann immer so ein bisschen einfallslos aus. Der wird dann viel auf Frag gegangen, ja. Und deswegen finde ich das sehr, oder würde ich es sehr für gut heißen, wenn wir hier DE Cache am heutigen Abend sehen werden. So. Aber man will die Musik ein bisschen lauter natürlich. Ja. Dass wir hier denken, ey, alle am Sterben oder so, ey. Also die Jungs von Rheinland-Pfalz lassen sich jetzt hier noch ein bisschen Zeit. Und wir werden kurz schauen, was es. Beziehungsweise ich kann es euch eigentlich nicht zeigen, weil dann die GoTV-IP angezeigt wird. Wobei die ja, glaube ich, auch sogar offen zugänglich ist. Bin ich mir zwar gerade nicht ganz sicher, aber. Was ist da los mit den Jungs von Rheinland-Pfalz? Haben die keinen Bock mehr? Sind die eingeschlafen zu bannen? Haben die jetzt schon Angst? Genau, hier seht ihr auch nochmal, das Line-Up steht jetzt drin. Also der Norman hat das hier nachgeholt. Assa, CD, Gappy, Beric und Ergo. Werden hier heute das erste Spiel für Sachsen bestreiten, werden die DLM somit eröffnen. Und ja, wie ich es euch schon gesagt habe, ein sehr, 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 sehr starkes Line-Up diese Season. Freue mich auf jeden Fall auf schöne Spiele. So, und wir werden einfach mal sehen, wie sich das Ganze so entwickelt. So.
come along, come and boko, boko. That's a little Judas song. If you play bala, bala, you need corazón. Was ist da los? Warum voten die Jungs nicht? Was ist da passiert, meine Friends? Was ist da passiert? Und derjenige eingeschlafen, der da am Voten ist. Ich bin ganz ehrlich, ich kann das nicht so einschätzen. Also ich kenne zwei, drei Leute, wir können uns das gerne mal bei Rheinland-Pfalz anschauen. Ich sehe ihn natürlich, ein bekanntes Gesicht von den Playing Ducks. Besat, natürlich auch ein bekanntes Gesicht. Socke, das Taktik. Alles klar, Socke. Macht das, kein Thema. Ganz in Ruhe. Ja, genau, Loki-san kennt man auch, wenn man schon etwas länger in der Szene aktiv ist. Gab auf jeden Fall am Start. Flip Lava, Schnee, Driver. Ja, müssen wir schauen, wer da heute von den Jungs auf dem Server ist. Denke auf jeden Fall, es kann ein knappes Match werden. Also, es wird nichts. Ach, jetzt haben wir. Ah, sehr schön nachgetragen. TMR, Xyn. DM Keksi, Lucky-san und Xeni, also ebenfalls wie wir heute mit einem Pro-Spieler am Start, der Xeni und der Cedi, die kennen sich da auch schon von ja, öfteren Aufeinandertreffen in der 99 Damage Liga ESL-Meisterschaft. Und anderem, so und jetzt wurde hier gewartet, gespielt wird DE Cash. Wir schauen jetzt einfach mal, jetzt seht ihr wieder meinen unaufgeräumten Desktop, das ist natürlich... Oh, nein! So wollte ich das haben, sehr gut. Genau. Might need up to 1 minute after match start to internet. Alles klar. Also, Code TV Server gibt's ebenfalls. Das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Sollte das auch sein. Das war immer drauf, extra, immer drauf. Achso, das, ja. Das ist für Rocket League. Damit geht Only rein. Ganz klar. Was sonst? Ich werde hier zum Gamen eingeladen. Ich möchte jetzt nicht gamen, ich möchte jetzt casten. So, ich muss hier nochmal ganz fix was umstellen. Also wir werden das heute auch sehr entspannt angehen, also könnt ihr auch des Weiteren Fragen stellen. Auch im Chat, ich werde da auch mit drauf eingehen. Und ja, wir werden das ganz entspannt da hier durchziehen. Und ich würde sagen, schauen einfach mal, ob die Jungs auf dem Server sind. Lülülü. Die komplette Konsole rot. OTV funktioniert. Ach, Daniel, grüß dich, servus. Schön, dass du hier bist, Mate. Go, let's go, let's go, let's go. So, ich darf jetzt nichts anderes drücken, also zumindest nicht Maustaste drücken, weil erstens bin ich kein Observer. Ich kraft das überhaupt nicht, was Observen, was du da genau machen musst, weil ich das mit den ganzen Tasten nicht. Und des Weiteren weiß ich nicht mehr, wie der Autohaus angeht. Ich habe das also angebindet. Und somit. No way. So. Oh, ein Cedi ist auf dem Server. Klasse. Ein Cedi ist erstmal auf dem Server. Haben wir natürlich diesen schönen Bug, aber das wird nicht so schlimm sein. Loki ist dann ebenfalls am Start. Ich mach das Ding, ey. Ich werde, glaube ich, trotzdem nochmal das Game neu starten, Jungs. Einfach nur, damit wir hier ohne Probleme, ohne Lags, ohne Bugs oder was auch immer da hier durch die ganze Sache gehen. Jungs, es soll Leute geben, die haben sich beim Essen vollgekleckert. Ich gehöre dazu. Sehr, sehr unlucky timing. Ich hätte mir schon überlegt, ob ich das Ganze heute auf Ostdeutsch streame. Aber ich glaube, dann hätte mich hier mehr als die Hälfte nicht verstanden. Was so sicherlich auch schon schwer ist.
Und deswegen werden wir das einfach. Ich habe es eigentlich vor, also es kommt halt immer drauf an, ob ich spielen muss, ob ich Teamtraining habe. Und das ist halt immer abwegig. Aber so oft, wie es geht natürlich, werde ich versuchen, die ganze Sache zu spielen, ganz klar. Ne? Also, auf jeden Fall. Ich glaube, ich muss im nächsten oder übernächsten Spiel, muss ich selber spielen. Aber da kann man ja dann trotzdem ein Pass in Inline machen. Also das sollte auf jeden Fall auch nicht das Problem sein. Wenn euch nachher irgendwas von der Lautstärke zu laut ist, die Schüsse irgendwas zu laut sind, einfach Bescheid geben, ne? Wird sofort geändert. Also ganz ohne Probleme. Genau. Hier ist noch. Hier wird es hoffentlich nicht mal so. Oh, die ganzen Jungs von Rheinland-Pfalz haben hier einen 11er bis 12er Ping. Was ist denn da los? Haben ja alle hier. Ah, hier gibt es schon wieder Wire-Probleme. Wire-Errors. Also, ich wollte. Wollt ihr das Cross ja noch etwas dicker haben? Dann würde ich nämlich. Das noch so einstellen. Wenn das so okay ist. Wenn es dünner sein soll, einfach. Mädels sind noch Mädels, oder? Rheinland-Pfalz, Mädels? Ah. Quatsch. Genau, Xyn von NextGen, seht ihr? Lokisan, genau, spielt auch bei Team Monarchs. Also hier kennt man sich auf jeden Fall untereinander, aber das ist des Öfteren dann so, dass wenn man in der DLM spielt, sich vor allen Dingen unter den deutschen Bundesländern dann halt kennt, vom Gegeneinander fragen, gegeneinander spielen in verschiedenen Cups, in Ligen und ja, ist immer, wie gesagt, DLM ist immer eine eigentlich sehr, sehr herzliche Angelegenheit. Es gibt immer mal ein, zwei DLM-Teams, ein bisschen, ja, neben der Spur sind, was das Ganze angeht, aber sonst ist es so ein, eigentlich wirklich immer eine coole Sache. Es ist zwar nicht die Qualität vielleicht, die man sich erhoffen könnte oder will, aber sonst in allem ist es wirklich super. Macht es super Spaß. Also wie gesagt, finde es auch cool, dass Leute von Rheinland-Pfalz hier mit am Start sind. Freut mich natürlich noch umso mehr, dass hier nicht nur die ostdeutschen Knüppel am Start sind. Super Sache. Und ja, wir warten immer noch auf einen Spieler von Rheinland-Pfalz. Und noch drei bei den Ossis, aber ihr wisst ja, wie das ist bei uns. Ab 18 Uhr werden bei uns die Bürgersteige hochgeklappt. Das Internet wird immer schlechter und ne, ganz normal. Als das war mal, hat Rheinland-Pfalz auf jeden Fall schon gewonnen, aber kannst du nicht sagen, ne? So, Gepi, Kim Break. Genau, falls ihr noch irgendwelche andere Fragen habt, jetzt erstmal noch vor dem Game irgendwas wissen wollt über mich, über meine Person, über das Game heute, einfach raushauen. Ich werde versuchen, so gut wie es geht, auf den Chat mit einzugehen. Auch wenn ihr Fragen habt zu einzelnen Spielern von uns aus dem Sachsen-Team. Kein Problem, ich werde versuchen, so viel wie möglich zu beantworten. Für die Jungs von Rheinland-Pfalz kann ich leider nicht so viel sagen. Aber ich denke, das bekommen wir hin. Ganz ohne Probleme. Ne? Während das jetzt hier nochmal etwas dauert, als ich euch erstmal alleine auf dem Server, ein bisschen Musik natürlich auf die Ohren, würde selbst nochmal ein, zwei Wegchen erledigen und ja, dann sind wir auf jeden Fall pünktlich wieder zurück, wenn es hier in die Knife Round geht. Besser natürlich noch davor, damit wir hier noch ein bisschen quatschen können. Also bleibt dran, bis gleich, kurzen Augenblick.
it's what I've been drinking. We'll be dancing till the end of time. Girl, I wanna make you mine. You make me crazy when I see you moving, baby. Making me feel so loco. Come and dance with me. You make me crazy when I see you moving, baby. Making me feel so loco. Don't know if it's what I've been drinking. We'll be dancing till the end of time. Girl, I wanna make you mine. 3, 2, 1. You make me crazy when I see you moving, baby. Making me feel so low. Oh, oh, oh. Come and dance with me. Ja. Oh, das hat mir gefallen. Hey. Ey, komm schon. Entscheid dich doch mal. Mit Spotify Premium kannst du jedes. So, und ich bin auch schon wieder zurück. Also langsam trudeln hier die Jungs ein. Assa konnte also jetzt auch Wire starten, super Sache. Also Gesichter sitzen hier schon mal im Warm-up. Verspricht auf jeden Fall hier eine skilltechnisch starke Partie. Wir hören einfach mal, was die ganze Sache hier heute bringt. Genau, DLM-Matches sind normal angesetzt, eigentlich immer jeden Mittwoch um 21 Uhr ab jetzt. Also das heißt nächste Woche 21 Uhr. Ja, ich kann nicht nach den Ranks fragen, das kann eh keiner lesen. Aber scheinen alle nicht so hoch zu sein, scheinen alle so irgendwie so Silber-Dattlers oder so zu sein. Gold vielleicht, der eine oder andere, aber der Rest wird alles so im Silberbereich rumirren. Ja. So, ist eher Level D bis D plus, ja. Und im Phase ist natürlich so eine Elo von 1000, maximal 1100.
Radio 3. So, jetzt muss ich hier gerade mal noch ganz fix was fixen, weil ich das alles nicht eingestellt habe. Radio 3. Wo kann man Radio 3 einstellen? Ja, siehst du? Ich habe es ja gesagt, das ist hier. BS-Funkmeldung. Die Standardfunkmeldung. O. P. Die Frage. P. Ja, geil. Ich kann es nicht anschalten. Das ist für ein Schwachsinn. Kann aber hier auch nicht automatisch durchsetzen. Das ist natürlich wieder eine große Kacke. Da müssen wir jetzt mal neu starten. Ich hoffe, dass das nicht wieder ausgeht, einfach so. Also keine Angst, Freunde, werden hier nichts verpassen. Echt die Nerven haben wir schon. Alles klar, das war der Befehl. Ja, wir sind auch wieder. Was gleich Spec Show. Sonst würde es gleich wieder der Sound anschreien, wenn wir auf den Server kommen. Ah. So, alle fünf sind auf der jeweiligen Seite hier auf dem Server. Und ja, dann ist es jetzt eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass wir hier an die Knife Round starten können. Alle konnten sich jetzt alle ordentlich noch ein bisschen warm schießen, zumindest die, die am Anfang hier direkt auf dem Server waren. Nacheinander wird jetzt hier ready eingegeben, das heißt, 7 Leute sind jetzt schon ready von 10. Das Ready-System hier auch etwas anders als auch in anderen Ligen. In anderen Ligen ist meistens das Ready-System, dass nur einer ready eingeben muss. In der ESL müssen alle ready eingeben. Ich glaube auch in der ESL-Meisterschaft ist es sogar so, dass nur einer ready eingeben muss. Wobei ich diese Form von dem Ready-Befehl, dass jeder das einzeln eingeben muss, sehr bevorzuge. Weil du so eigentlich dem Fail aus dem Weg gehst, dass irgendjemand nochmal AFK ist, kurze Zeit nichts gesagt hat oder so. Kann ja immer mal passieren. Ja, 3 Leute fehlen noch, Gappy, Asa und Ergo, die Aussies wieder hier hinterherhängen. Aber wie gesagt, bevor das alles angekommen ist, dauert es ein bisschen in der Leitung. Und wir starten in die Knife Arena. Auf geht's. Knife is live, also Rheinland-Pfalz gegen Freistaat Sachsen. Startet in die Knife Round und da haben wir schon wieder den ersten AFK-Spieler hier bei Rheinland-Pfalz. Die Aussies bleiben einfach im T-Spawn. Die wollen hier unbedingt die Knife Round gewinnen. Alles noch sehr verhalten, aber wie gesagt, wir haben eine Stunde Zeit. Somit alles kein Problem. Zünder da mit dem ersten Kill gegen Asa. Macht den zweiten, macht den dritten. Ja. Ergo kann es aber machen. Macht den ersten, macht den zweiten, aber im dritten bleibt er dann hängen. Loki-san also mit dem letzten Kill in der Knife Round. Die Jungs von Rheinland-Pfalz können sich jetzt hier aussuchen, welche Seite sie starten wollen. Seht ihr das Spiel anscheinend ein bisschen falsch verstanden, dass er nicht aussuchen darf. Aber hey, das passiert. Jetzt schon mal was. Und ja, ganz klar, Rheinland-Pfalz bleibt hier als TT-Spielen. TT stehen. Dein Team und das nein! Jetzt geht das trotzdem an. Fuck!
Also, Edo-like, vielen Dank für den Follow, danke dir. Genau, und wir schauen hier auf den Aufbau. Also, Sachsen wird hier langsam Richtung B orientiert spielen. CD soll ein bisschen Stress machen an A. Wir sind bei Rheinland-Pfalz eigentlich die Standardaufstellung. 2-1-2, TMR geht auf Hoch, geht auf Peak und kann den ersten Frag setzen. Ergo aber instant mit einem schönen Headshot danach. Aber jetzt muss es halt dann trotzdem schnell gehen. Weil jetzt sind sie bekannt, die Bombe wurde gesehen. Wird aber nochmal der Druck rausgenommen. Ah, und Xyn mit dem zweiten. TMR kann den dritten Frag machen, sein zweiter in dieser Runde. Und jetzt ist es nur noch Ergo und CD so. Und die müssen jetzt hier kompakt zusammen gehen. Ich frage mich nur, warum die beiden auf A noch sind und nicht schieben. Haben jetzt das 1-1 hier auf dem Spot. Ergo mit den zwei schönen Frags. Push CD Base rein, macht den dritten. Einfach ins Gesicht. Ah, Jungs, doch nicht jetzt. Danke, Elektriker. Bombe ist gelegt. Beide CTs schieben über den Schaftgang. Bombe liegt Standard. Also, von der Position aus relativ schwer zu verteidigen. CD konnte aber den ersten Ansatz, der CD Base durch ist. Dem kickt sie da mit dem Refrag. Und es ist CD im 2-on-1. Ja. Aber der kann da nicht mehr viel machen. Dein Team und das oh Jungs, nein! Dass ich mit euch und aus Glück posiert, das nennt sich Leben. Ach. Und der Kopf dreht auf. Ich dachte ja nicht, dass ihr hier reinfollowt, Jungs. Was ist da los, Mann? Aber hier die erste Runde geht an Rheinland-Pfalz. Das heißt, Eco für die Jungs aus Sachsen, die jetzt ja natürlich eine volle Eco spielen werden. Die Bombe war gelegt in der Runde davor. Und ja, wir sind Rheinland-Pfalz mit dem Force bei Farmers MP9. MP9. Und eine M4 sogar hier schon am Start. Die trägt logisch dann in der Mitte. Ja, kann man auf jeden Fall spielen mit der Mitte. Da man ja doch die Long-Range-Duelle da hat in Booster und Mitte. Aber ja, bei Sachsen geht es ja langsam Richtung A. Soll wohl ein getimter Go werden. Keine Flash am Start, nichts. Wirken schon die Pistolen. Aber schön, Headshot davon zählt, der da einfach Spot übergast. Ah, kann den zweiten nicht machen, aber Gabby hilft ihm da so und die Bombe ist gelegt und die Überzahlsituation. Schönes Gesicht da nochmal von Ergo gegen Kurz. Luki ist dann nur mit 22 HP, der da die M4 am Start hat. Den kann er einen Frag machen gegen Ergo am Gelb. Ja, und jetzt ist es hier die 3 gegen 3 Situation. CD kriegt die Nate einfach ins Gesicht an der Tür. Luki ist dann noch mit seinem Frag mit seinen 22 HP. Und Xyn kann dann auch den letzten Frag machen im Y. Bombe kann defused werden. 2-0. Leider eine Waffe zu wenig rausgenommen. Muss man ganz eindeutig sagen. Wenn hier an der Stelle noch Lukisan fällt, wird das halt wirklich sehr, sehr teuer, weil jetzt haben die Jungs von Freistadt Sachsen die erste Equip-Runde. Und hätten somit, sag ich mal, diesen Waffenvorteil. Denn Rheinland-Pfalz könnte maximal Farmers kaufen. Aber da hier nur 2 Waffen rausgenommen wurden, zählt die man da einfach mit dem Bang gegen Xyn, der den da auf 30 HP runtergeschossen hat. Abrick an der AWP versucht da was über Booster zu arbeiten. Währenddessen Ergo sehr, sehr defensiv da vor B. Da soll er wirklich einfach nur abhalten, soll er die Schieber holen, wenn nötig. Ja, und wir sehen ja den klassischen Mid-Take. Also hier soll erstmal die Mitte langsam eingenommen werden. Soll sich langsam vorgetastet werden, die Info gesammelt werden über Tür, Main. Also nichts Spektakuläres, halt wirklich das langsame Vortasten. Und ja, jetzt orientiert man sich da auf Seiten von Freistadt Sachsen Richtung A, hat die AWP. Und dann ein schöner Frag da von Brick. Der wurde, glaube ich, von Assa gecallt, dass er den da jumpen hören hat. Ja, und jetzt haben sie da wirklich nur noch Zeni da, einen Kurz, aber der da einen ersten Frag machen kann vom Graveyard. Und Lokisan ist da auch schon mit zur Hilfe da von der Mitte geschoben. Zeni mit dem zweiten Frag da on-spot und die Bombe da erstmal down. Brick läuft ihm da auf volle Kanne rein und jetzt ist es da nur noch Gabby, der zwar den Refrag machen konnte, aber jetzt hier trotzdem im 1 gegen 3 steht. Oh, da gibt's ein Doppellenkrad. Ja, und Gabby kann den Frag gegen Xeni machen und jetzt ist es nur noch TMR und Xyn und die haben beide wirklich sehr, sehr low HP. Aber Gabby hat halt keine Informationen, wo beide Spieler sein könnten. Will die Bombe noch nicht legen, liegt sie jetzt an der Flipside-Kiste. Mann, das machen die jetzt aber, machen die Jungs aber jetzt von Rheinland-Pfalz auch gut. Xyn kommt von hinten rum. Währenddessen hat TMR vorne von Kurz abgelenkt. Ja, und somit schöner Retake.
von den zwei Jungs. Und die dritte Runde, das heißt die erste Waffenrunde, abgewehrt. Und die Jungs von Freistadt Sachsen müssen hier sofort wieder in die Eco. Ja, können, wie ihr seht, Pistol nachkaufen. Xeli kauft etwas weiter runter auf 1000. Liegt einfach daran, dass er dann in der nächsten Runde 2900 bekommen hat. Also somit 3900 reicht für AK Kevlar sowie noch eine Flash. Der will jetzt hier ein bisschen den Support geben. Wird sicher jetzt von den Toxic Fässern City Base smoken. Eine Entry Flash und dann geht's da rein. Und Asa sieht ihn also durch die Smoke, kann aber den Frag nicht setzen. Und 6 HP da nur noch bei TMR über. Ja, und jetzt läuft der Go. Bringt er mit dem ersten Frag. Schöner Refrag von Zinn. Kriegt aber den zweiten nicht. Oh, der kommt einfach Ergo rum. Mit der Tech 9 ins Fressbrett. Schönes Ding. Oh, was ein Frag von Loki sah da, Mann. Der Spray einfach durch die Smoke. Ja, und da hat sich genau das gerecht, was Ergo zuvor gemacht hat. Im Laufen rum hat einfach Ergo diesmal, während er gelaufen ist, ins Gesicht bekommen. 2 gegen 3. Bombe liegt. Ja, und die CTs spielen hier den Retake, so wie es mir scheint. Über Schacht. Und CT-Base. Oh nein. Der dritte CT-Spieler schiebt auch noch Richtung CT-Base. Und ja, jetzt läuft der Retake. Loki sind da schon eine Schräge durch. Gabby wird nicht gesehen. Ist es nur noch CT. Ja, und der kann da jetzt eigentlich nicht mehr viel machen. Wird er auch dann einfach rausgenommen von Xeni. Wieder sehr schöner, kompakter Retake. Gegen zwei Spieler, okay. Trotzdem muss man sagen, eine gute Eco da von Sachsen. Sehr, sehr viel Schaden angerichtet. Da wir das wirklich eine Eco war. Ja. Und jetzt hat man erstmal, ich sag mal, ein kleines bisschen Geld. Schon allein durch den Bombenblend. In der letzten Runde kann jetzt auch jeder hier aus den Vollen schöpfen und kann AK sowie vollkommenes Equip nachkaufen. Und wir sehen wieder bei den Terrors einen ganz entspannten und ruhigen Standardaufbau. Ah, oh, Brack hört da die Schritte, macht die Tür auf und nascht ihn sich da aus der Luft. Also Xeni ja ein bisschen wild unterwegs gewesen. Wir können, wie gesagt, ja, auch mal kurz auf die Stats schauen. Genau, Xynda mit 6 Frags am Start, der B sehr, sehr gut gehalten hat in den letzten Runden. Darauf folgen Lokisan, der in der Mitte spielt, Xeni mit 5, TMR mit 4 und dem Keksi dann auch ein bisschen abgeschlagen von seinem Team mit 2 Frags. Schlimmer sieht's aus bei den Jungs von Freistadt Sachsen. Ergo nur mit 4 Frags, Gepi 3, Brick auch ebenfalls 4, Xedi 1 und Asa noch mit 0 ist Bracks unterwegs, aber während wir jetzt hier auf die Sets geschaut haben, ist derweil schon mehr passiert. Also Brack konnte hier schon den zweiten Frag in der Mitte setzen. Dem Keksi da in der Main offensiv macht das Gesicht gegen Brack, aber wird gleich instant schöner Refrag von Brack mit der AWP. Und jetzt wird hier komplett geschoben, aber ich glaube, das haben sie auf dem Schirm. Kommt da Molly auch von TMR und Asa mit einem schönen Gesicht da. Und dann ist es die 3 gegen 1 Situation. Alleine hier gegen 3, aber sie wissen nicht, wo er ist. Jetzt hat er sich bemerkbar gemacht und kann die ersten beiden rausnehmen. Ergo und Prägt da. Oh, und den dritten macht er auch noch vom Heaven. Super stark gespielt da. Der kann die 1 gegen 3 Situation da sehr, sehr gut ausspielen. Macht den Frag von, gegen 4B, nimmt die AWP raus, kann den pushenden Spieler, in dem Fall Ergo, von der CT-Schräge rausnehmen und hat dann das 1-on-1 gegen Asa, der da sowieso nur noch mit 38 HP am Start war. Ja, und kann die Runde somit für sich entscheiden. Und somit steht es auch schon 5:0 für die Jungs von Rheinland-Pfalz, die hier mich überraschen, muss ich sagen, wirklich sehr, sehr gut aufspielen. Und echt hier das Aiming on point haben. Vielleicht hat Sachsen jetzt hier wieder Richtung A orientiert, da soll es wohl jetzt gleich mit Smoke, Flash A rausgehen. Smoke schon raus, CD gibt schon Feuer, Knallgas, kann aber den Frag gegen kurz nicht setzen, leider. Und wird dann instant gefragt mit dem Keksi, der am Truck schon zur Hilfe ist. Bombe konnte aber gelegt werden. Und jetzt heißt es hier zu verteidigen. So gut es geht, so lange es geht. Und die CTs, die kommen halt hier mit voller Power über CT-Base und über kurz, also. Ah, schönes Gesicht von Frego. Die sind alle blind auf kurz. Da war noch ein zweiten. Klasse. Ah, Gabby. Kann leider keinen Frag machen. Asa macht den zweiten. Jetzt hat er das 1-on-1 da. Aber
weiß, wo Lucky-San ist, aber Lucky-San hört auch die Steps von Asa, aber die Bombe, die tickt schon zu schnell und da gibt's noch das Gesicht von Asa, sehr, sehr schöne Eco. Klasse gespielt, da sah jetzt gerade wirklich noch so aus, dass die Runde hier abgegeben wird. Wäre auch, sage ich mal, nicht so tragisch gewesen, die Bombe war gelegt, ja. Aber hier könnte man wieder sehen, da hat wieder eine One-on-X-Situation das Ganze entschieden, auch Asa hier wieder mit drei Frags zum Ende hin. Ja, somit die erste Runde von Freistaat Sachsen und jetzt können wir nur hoffen, dass da weiter so aufgespielt wird. Und wir sehen es bei den CTs bei Rheinland-Pfalz, die müssen da jetzt in die Eco gehen. Ja, sie haben einfach in den Runden zuvor hier zu viele Waffen verloren. Die es einfach nicht ermöglichen, dass sie reingeforst werden kann. Ja, natürlich, wenn wir auf Seiten von Rheinland-Pfalz die AWP haben. Oh, Lucky-San, schönes Gesicht gegen Asa. Aber das ist halt nicht möglich, wenn man die Runden davor ja, sehr, 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 sehr viel Geld verliert. Ja. Geht es jetzt hier im leichten Vorteil haben, aber auf B nur ein, das ist Lucky und er kann da noch einen zweiten machen. Ja, und Break nur noch mit 9 AP unterwegs. Lucky, dann macht er den Kamikaze-Spieler, aber TMR ist da schon von hinten durch, der kommt da schon vor B. Und das hat Break wahrscheinlich nicht auf dem Schirm. Und das hat er auch nicht auf dem Schirm und somit der Frag und die Überzahlsituation 4 gegen 2. Ah, Gap hier nach hinten, macht den ersten. Xeni ist, glaube ich, auch nicht von hinten bekannt. Ist er nicht und kann den Frag gegen Gappy machen und jetzt ist es 1-on-3, ergo allein auf dem Spot. Macht keinen. Ah, und da wird die Waffenrunde, die eigentlich, ja, super einfach mit dem normalen Standardaufbau hätte runtergespielt werden können, aus der Hand gegeben. Natürlich auch zwei schöne Frags da von Lucky, der den ersten in der Mitte macht, gegen den Schachtspieler. Und dann den zweiten noch im Ventroom von Heaven auf B. Ja, 6-1 für Rheinland-Pfalz. Die hier brauchen wir uns nichts vormachen. Auf jeden Fall das bessere Aiming haben. Nein! Scary, man. Vielen, vielen Dank für den Follow. Danke. Und wir sehen gleichzeitig aber ja auch den Forceball von Freistaat Sachsen. Die aber wenig equipped. Unterwegs sind wir, soll schnell Richtung B gehen, TMR mit dem ersten da auf B, hat die AWP gepickt, kann den zweiten machen. Ah, im dritten hat ein leichtes Lenkrad, ja, kann den trotzdem noch rausnehmen. Gideon Ergo noch am Leben. Boah, schönes Gesicht da. Schöner Frag da. Von TMR. Klasse gespielt. Ich hab reingesetzt, danke, Chat. Ja, und die siebte Runde für Rheinland-Pfalz. Und das bedeutet wiederum Eco, da wir in der Runde davor geforst haben. Weil wir sowieso eine Doppel-Eco gehabt hätten. Wurde sich da entschlossen zu forcen, hatten AK, Deck 9 mit Equipped und einen Deagle am Start. Und ja, Xeli sollte da ein bisschen Stress machen vor B, nicht mit TMR. Der zieht ihn da einfach ab, macht den Frag da gegen Toxic. Hier geht es jetzt einfach wirklich nur darum, etwas Schaden anzurichten. Ah, die Nate hat geschmeckt, da Brick. Super low AP und da kommt der Go. Xeni mit dem Double Frag in der Door und Gappy kann nochmal den Refrag machen. Ja, aber mehr ist es da leider nicht geworden. Erase wird das Logo machen. Ja, aber für Rheinland-Pfalz die 8. Runde und somit 8-1. Und wir sehen die nächste Equip Round. Und ich bin jetzt auf jeden Fall mal gespannt, was sich jetzt hier die Jungs überlegt haben. Also hier muss es auf jeden Fall etwas umgestellt werden. Ja, und man geht hier auf die Mitte-Kontrolle. Stellt sich hin für die B-Split-Smokes. Also hier soll es wohl gleich Mitte rausgehen. Über Schachtgang soll da gesplittet werden. Und TMR ist da schon weit an der Tür vorne, aber er kann... Also mit die Tür schon ausschließen und CD mit einem super schlechten Timing. Oh mein Gott, der hat da hingeguckt. Ach. Das ist unglücklich. Und mit Lucky, dann rechnet sie auch nicht da. Und am Booster. Ah, aber kann zum Glück nur einen machen. Ja, jetzt ist es 3 gegen 4. Und ja, dabei ist halt natürlich B schon vorne eingenommen. Xyn mit dem Break gegen Break. Asa mit dem Refrag. Ja, 3 gegen 2. Aber das 2-on-1 hier auf dem B-Spot.
Ah, und den hat Gepi gesehen. Da hat es erst schnell rausgeguckt. Den Frag kann er auch machen. Sehr schön. Jetzt warten sie natürlich auf den Heaven-Spieler, der ist bekannt. Aber Asa muss da crossen. So, hat es auf den Spot geschafft. Landet die Bombe Default. Und jetzt ist es eigentlich klar, dass die beiden CTs da zusammen retaken müssen. Das heißt, ein großartiger Split wird da nicht passieren. Weil sie auch noch wissen, dass die Gegner noch eine AWP haben. Und die CT gezeigt. Schöner Frag von Gepi gegen die AWP da am Heaven. Ja, dem kickst du da schon schräge durch, ist es natürlich bekannt. Also, ach. Da wurde aber auch nochmal ordentlich reingefeedet. Asa da mit einem sehr, sehr krassen Kamikaze-Move springt er auf die Spotbox, wird gefragt noch. Ja, aber Gepi kann es am Ende dann doch richten. Holt die zweite Runde für den Freistaat Sachsen. 8:2. Und die Jungs von Rheinland-Pfalz haben natürlich jetzt nochmal das Puffer und können reinforcen. Also bei der Anzahl an Runden ist auf jeden Fall möglich. Die jetzt ja natürlich auch sehr, sehr schnell die Mitte einnehmen, Mitte aggressiv decken. Ja, und Sachsen wieder mit einem Rinderaufbau. Hier soll es wieder um Informationen gehen. Der wird langsam wieder Richtung B Informationen gesammelt, wird geschaut, wo können die Jungs stehen. Etwas sehr gesplittet hier und ich bin mir nicht sicher, ob sie hier den Boost in der Mitte gehört haben. Lucky sind da oben auf dem Boost drauf. Ah, und da konnte Gabi ihn gut wegmollen. Ich glaube, er hat ihn da gehört und da kam ein schöner Teamplay. Da sieht man, dass die Jungs bei Timo Nash nicht erst seit heute zusammenspielen. Molly mit dem Molly von Gabi über den Booster. Lokisan musste da weg, aber unten stand er dann halt schon instant der Ergo bereit, der ihn da abgeaimt hat und den Frag machen konnte mit der Tech 9. Und ja, 4 gegen 4. Jungs von Rheinland-Pfalz lassen jetzt die Mittelkontrolle ein bisschen außer Acht, aber das können sie auch, weil die Jungs von Freistaat Sachsen geben jetzt hier Gas auf dem A-Spot. Schön, erster Frag von dem Keksi. Und ja, die ziehen da natürlich beide rum. Sehen ich schon mit zur Hilfe davon kurz, kann ebenfalls noch einen rausnehmen. Und somit Runde Nummer 9 für Rheinland-Pfalz. Ja, also meiner Meinung nach ist es ein ja, sehr, sehr langsames Spiel. Man sollte vielleicht versuchen, schneller irgendwo die ja, Position einzunehmen. Egal, ob es die Mitte ist, B vielleicht ist, das alles mal schneller einzunehmen. Und jetzt soll es ja schnell Richtung B gehen. Und da stehen drei Leute von Rheinland-Pfalz und die sind einfach ultra gold. Aber TMR, der drückt da einfach durch, macht drei Fracks. Klasse gespielt. Und Gabby kann aber zwei Leute rausnehmen, zieht die da vor mit dem ersten Frack. Und das ist machbar, ja. Also das war hier ein Force-Buy, Kevlar komplett am Start. Gepi hört auch den, hat den Wendspieler gehört. Aber die CTs spielen das halt auch einfach klasse. Tun da nicht overpacen, nicht overpeaken. Gehen da defensiv, lassen ihn da wahrscheinlich auch auf Spot gehen. Lassen ihn planten, wollen den Retake spielen. Ja, das ist halt dann auch ihre große Stärke, wie wir gesehen haben. Also die haben schon viele Retake-Situationen da gewonnen. Und ja, Gepi versucht jetzt hier nochmal über die Mitte. Aha, kann sieht Loki Sand und kann den Frag machen. Klasse. Sollte die Smoke in die CT-Mitte rein. Dem Keksi steht da bereit. Oh, das Timing ist gut. Das Timing ist richtig gut. Und jetzt hört er natürlich die Steps auf B. Gibt natürlich auch instant nach. Ich denke, damit wird. Doch, damit. Ah, oh, jetzt hat er die Steps gehört. Jetzt hat er die Steps gehört, weil sich dem Keksi da verschätzt hat. Er dachte, auf A ist gelegt und ey, Gabby da mit dem Lenkrad. Oh Mann, was ist da heute los? Sagt mir, was ist da heute los? Dem Keksi gibt erst voll Knallgas Richtung A, weil er der Meinung ist, dass die Bombe auf A gelegt wurde. Da werden ihn seine Mates zurückgeholt haben und gesagt, Jungs, ey, das Moped da, ne, das liegt auf B. Geht zurück. Gabby hatte das Timing, hat ein Ultralenkrad, ja. Und am Ende bleibt dem Keksi der Sieger in dem Duell. Und kann die 10. Runde für sein Bundesland hier einfahren. Kurze Anmerkung an den Chat bitte. Ich weiß, heute ist viel passiert. Ja, Präsidentenwahl in Amerika, dies, das. Aber ich denke, wir wollen uns heute hier ein bisschen auf CSGO konzentrieren. Lasst mal wirklich diese Politik außen vor, ja. Es wird immer irgendwas sein, was nie so passt. Und deswegen, wie gesagt, also es wäre sehr lieb, wenn ihr diese ganze Präsidentenkacke
was Kacke für mich ist, etwas hinranstellt. Natürlich ist ein wichtiges Thema in der Welt, ja. Oh, Break mit Matchshot, da mit der Diegel. Krass. Aber ja, bitte. Bitte unterlass es wenigstens für das Game. Danach ist mir das relativ egal. Ja, und hier wurden jetzt nur Pistols reingekauft bei Freistadt Sachsen. Sehe die da wieder am Piegen und wird halt wieder off-guard erwischt. So. Und das war halt schon das zweite oder dritte Mal, dass er sehr offensiv erwischt wird. Bombe orientiert sich Richtung A. Mitte ist mittlerweile eingenommen. Also man hat die Info, dass in der Mitte nichts ist. Das heißt, es müssten mindestens zwei Leute von den CTs auf A stehen, beziehungsweise B, weil ja der Frag im Schachtgang gefallen ist. Und ach, Lucky ist dann wieder mit einem guten Timing gegen Frag da, der da überhaupt gar keinen Fokus auf Z hat. Ja, und jetzt ist natürlich hier der Goal im vollen Gange, aber ich weiß nicht, ob sie damit Asta auch kurz rechnen. Dem Keks mit dem zweiten Frag gegen Ergo. Ah, kann auch noch den Frag setzen gegen Gappy und jetzt ist es nur noch Asta, in der CD-Mitte drin ist. Ja, und der sollte sich jetzt da überlegen, die AWP zu safen, die mit in die nächste Runde zu nehmen. Denn in 19 Sekunden mit Bombe getoppt in der Main, wo die kompletten CTs stehen, diese Runde zu holen, ist unmöglich. Nein, Mann, Motion Blur ist wichtig. Motion Blur gibt krasse Effekte. Motion Blur gibt richtig krasse Effekte. Ja, und Asa macht's richtig, save deine CD Base, bringt die AWP mit in die nächste Runde, die jetzt wahrscheinlich auch dem Krieg troppen wird. Genau, so sieht's aus. Brig also wieder mit AWP am Start. Ja, und den werden sie jetzt hier wieder vorschicken. Wollen, dass der wieder auf diesen First Peak geht. Er ist ein starker Entry Frag und hat da auch den Spawn Richtung B. Und da werden wir jetzt sehen, ob da jemand reinfacen wird. Und da wird gefaced, aber mit ordentlichen Flashes. Wie smoked jetzt Cetis? Dem er da super close an der Smoke, ja. Ah, relativ wenig Ruhe. Normaler Standaufbau von Rheinland-Pfalz. 2-1-2. Also lassen die Mitte doch etwas defensiver gedeckt. Eine schöne Smoke dagegen Headshot-Schräger. Eine nette Variante, wenn man kein Molotov zur Verfügung hat, um die Headshot-Schräger da wegzumollen. Kann man natürlich auch die Smoke legen. Das Problem ist nur, dass sich die CDs natürlich auch in der Smoke verstecken können. Schöne Flash da vom Heaven als Support. Loki ist dann aber nur mit einem Frag. Frag kann direkt den Refrag setzen. TMR mittlerweile auch. Boah! Hat da den Spray des Zorns und zieht rüber gegen Break und kann da Gesicht geben. Wird aber auch sofort wieder gerefragt, was sehr, sehr wichtig war da von CT. Ja. CT mit dem Frag gegen Xeni da in der CT-Base. Ja, und jetzt wird natürlich OP ausgeschwärmt. Bombe liegt an Mausports. Ja. Also zu verteidigen vom Schacht dann sehr, sehr gut. Gappy bleibt da defensiv. Am Blauen. Ja. Pusht da CT-Base rein und Ergo da mit dem letzten Frag in dieser Runde und somit die dritte Runde für Freistadt Sachsen. Also, wir haben es gesehen, wenn da die Spots etwas schneller angespielt werden, ist die Möglichkeit auch größer, dass man da, ja, mit diesem Druck, den man da einfach hat, besser auf den Spot kommt, auch wenn man wenn der Druck rausgenommen wurde durch die Smoke. Aber hier war jetzt wirklich was Vorbereitetes, ja, was Überlegtes, wo nicht overpeaked wurde, wo nicht jeder einzeln irgendwie reingefaced hat. Und somit konnte man dann auch die Runde für sich verbuchen. Maischow, grüß dich, servus. Ach ne, Mischow, grüß dich. Aber Gappy da halt wieder einzeln reingepickt in der Main, wurde abgesmoken. Xyn kann halt den Frag machen, so, und Xedi auch wieder gepickt auf B. Also zwar mit dem Refrag, aber trotzdem die Überzahlsituation für das Team von Rheinland-Pfalz, die ja nicht viel Equipment haben, ja, das muss man dazu sagen. Und Asa wieder mit dem Lenkrad im Pit. Und jetzt wird er natürlich B eingenommen von zwei. Und jetzt wäre der Moment da, A anzuspielen. Aber ja, die Jungs merken, okay, da kommt wenig Druck auf B. Da können wir uns wieder zurückschieben. Das heißt, einer ist wieder zurück in die CT-Mitte geschoben. Zwei schon wieder Richtung A. Ja, und jetzt ist es halt doch relativ obvious, dass man hier liest, was die Jungs von Freistadt Sachsen hier vorhaben. Loki-san kann auch, obwohl er keine Grip mehr hat, trotzdem noch den Spot halten. Also die Zeit kann er hier auf jeden Fall reinnehmen, rausnehmen, kann auf jeden Fall seinen Mates helfen. Die Überzahlsituation ist da mit zwei Spielern. Und ja, hier geht's aber jetzt auf
Ah, raus. Ja, und Xeni da mit dem ersten Frag gegen Ergo. Dünn, close in the smoke, macht den Frag gegen Break, ja, und somit Runde Nummer 12 für die Jungs von Rheinland-Pfalz. Und ja, jetzt heißt ihr für Sachsen auf jeden Fall die First Round zu holen, weil sonst sieht das hier sehr, sehr schwierig aus. Ja, also wenn hier die First Round weg ist, haben die Rheinländer hier schon die 13. Runde, haben dann wahrscheinlich auch die Folgerunde, das heißt Runde Nummer 14. Ja, und dann muss man sich überlegen, ob man hier auf Trash spielen will oder ob man hier versucht noch das Game auf die reguläre Spielzeit da zu drehen. Dann wird in die Main ohne alles reingepusht und da fliegen die Gesichter. Ja, und jetzt geht das hier super schnell. Oh, da werden beide Türspieler rausgenommen. Und Break ist auch noch bekannt. Ja, wieder Überzahlsituation 4 gegen 2. Break muss da über kurz defensiv gehen. Bombe kann gelegt werden für die Main. Spot ist eingenommen und jetzt wird es natürlich super, super schwer für die City. Zwei Flashes am Start. Was ist denn da los? Break und Asada mit drei Gesichtern und da ist es das One on Two. Also so schnell kann man da die Runde drehen und jetzt ist er bekannt im Y. Kein Kit am Start. Und Break und... Oh, da wird getanzt am Quad, da wird getanzt und aber Loki-san bleibt der Sieger, kann die letzten zwei Frags machen. Oh mein Gott, das war... Was war das für eine krasse Runde? Erzählt mir, was das für eine krasse Runde war. Break und Asada, eigentlich eine schon verlorene Runde, doch nochmal super krass offen gemacht. Loki-san allein im Y muss er den Spot verteidigen. Und kann zu guter Letzt trotzdem die Runde dann für sich entscheiden. Aber was eine heftige Runde. Und Asada mit der Scout am Start gewesen, konnte in den Hit setzen. Ja, aber da geht es jetzt natürlich still auf B drauf. Asa alleine. Haben natürlich auch gehört, dass Mitte da aggressiv eingenommen wird. Ja, und die Jungs von Rheinland-Pfalz sind natürlich schon instant auf dem Spot drauf. Bombe kann gelegt werden, liegt für Mausbots, Schlachtgang ist eingenommen. Jetzt soll zusammen geretaked werden, aber die Jungs von Rheinland-Pfalz stehen einfach sehr, sehr gut. Loki-san da in der Position unterm Schacht, wenn man die nicht checkt, ist man instant tot. Genauso ist es, weil man da auch nicht diesen Fokus wirklich drauf hat. Schlachtgang so mit Safe, mit P90 dann sowieso. Zünd mit dem ersten in der CD-Base, wird gereflekt, aber von CD. Ja, und der geht da defensiv, der sollte eigentlich da jetzt den Kevlar noch safen gehen. Spiel ist da jetzt in. Oh, Break steht da toxisch und rechnet nicht mit TMR, aber der hat sich da auch überhaupt nicht gezeigt. Also der hatte da komplett die Ruhe weg. Oh mein Gott, ist das unglücklich. Ist das unglücklich. Ja, und CD wurde zu guter Letzt dann auch noch weggefragt. 14. Runde für Rheinland-Pfalz. Ja, wirklich das komplette Spiel bis dahin sehr solide, sehr, sehr stark spielen. Also da kann man wirklich nichts dagegen sagen, ja, also Hut ab vor den Jungs da, die auch leider, ja, im Aiming heute auf jeden Fall besser drauf sind, ja, also die Frags sitzen ganz einfach und Xedi mit dem ersten da Mitte, hat die Flash gesehen, oh, und pusht durch die Smoke hinher, wollte ihn da umlaufen, ja, aber die Steps haben ihn leider verraten, eine schöne Entry-Flash da von Brick. Und da geht's Knallgas vor B. Jetzt ist B ausgeschlossen. Jetzt weiß man, okay, B kommt nix. Gappy da noch im NBK unterwegs, der da defensiv abaimt, das Duell gegen den Türspieler gewinnen könnte. Ergo jetzt rausgenommen mit dieser einen Smoke, der da am LKW hinten wartet. Aber schöne Gegend. Vielleicht so Tür kann erstmal nichts mehr machen. Ist kurz für Kurzzeit aus dem Spiel genommen. Schönes Gesicht von DMR. Boah, hat er ihn da weggeklickt. Einfach. Oh, Xeni im Sprung. Einfach ins Gesicht. Klasse Frag. Ja, Ergo kann den Refrag machen, TMR kommt schnell hinterher, macht den Frag. Ja, und Loki ist dann halt dann super einfach die CT-Base abgeaimt, den letzten Schieber geholt. Und somit Runde Nummer 15 für Rheinland-Pfalz, ja, und wir sehen's. Reichstadt Sachsen, mein Bundesland, ist heute nicht der Tag, der es sein sollte, aber das kann halt auch mal passieren, jetzt hier im Forsberg. Wir sehen UMPs, wir sehen MPs und wir sehen eine Farmers. Aber CD mit dem schönen Frag. Brick kann da aber mit der UMP noch einen Frag setzen. Und jetzt? Also auch nochmal offensiv mit der MP9. Macht den Frag. Break noch mit dem nächsten, mit dem zweiten. Und 4 gegen 1. Letztes Spieler ist bekannt. Bombe down. Wir wissen, wo die Bombe ist. Die wissen auch, wo der letzte Spieler ist. Ja, und den wollen sie sich jetzt natürlich holen. Ja, da ist natürlich jetzt jeder geil drauf. Oh, Xeni da einfach ultra blind. Und da wird geneigt.
Da wird halt genau geneift. Die holt sich da nochmal ein bisschen Geld zurück. Kannst du mir jetzt in dieser Runde auch legen und selber nachkaufen. Beschert Runde Nummer 4 für Freistaat Sachsen. Natürlich, die Knorr-Regel ist immer am Start. Also wer Runde 15 holt, holt meist nicht die Folgerunde. Und genauso war es. Da wurde halt mal mit Eiern auf BG gegangen. Da sind die Fracks gefallen. Gutes Timing erwischt. Und ja, oh, rechts. Oh, da rechts ist mal mit City. Und look, da durch die Smoke. Oh, Mann. Die Jungs sind so krass on fire. Aber Gappy hält auch einfach mal durch die Smoke. Macht zwei Fracks. Oh, Sprühkontrolle, Asa. Kann ihn da aber noch rausnehmen. Ja, und jetzt ist Frick und Ergo, die da im 2 gegen 2 noch am Start sind auf Seite von Freistaat Sachsen. Oh, Lega kann er rausnehmen. Schöner Push da. Oh, hat er ihn da gesehen? Nein, hat er nicht gesehen auf Heaven. Oh mein Gott, Xünder am Gelben hochgesprungen auf Heaven. Nein! Der Sachsen 98, danke dir für den Follow, Mann. Dankeschön. Ja, und der ist aber schon Graveyard durch. Und Frick rechnet auf dich, doch hört's. Ja, und Ergo da zum Support. Lass das. Aber super schöner Move da von Xun, ja, der da richtig krasses Timing erwischt. Über den Gabelstapler da auf Heaven hochkommt, ja, auf Forklift. Und bis vorsteigen kann. Und ja, wenn er bis dahin ungesehen bleibt und den Frack gegen Präg macht, hat er da eine One-on-One-Situation. Ja, und dann wäre es da nochmal sehr, sehr knifflig gewesen. Aber alles gut gegangen, Runde Nummer 5. Und die Jungs von Rheinland-Pfalz haben sich überlegt, okay, wir forcen rein. Aber ja, was sollen sie auch anders machen? Sie haben genug Matchbälle, sie haben die Confidence, sie haben das Aiming, das ist einfach on point. Ja, und da sehen wir es auch schon wieder, Xedi da mit dem ersten Frack gegen Xedi. Xedi, nein, Xedi, nicht Xedi. Wow. Bin da schon weit über vorn. Also mit dem kleinen offensiven Move da an B kann den Frag machen, aber instant wieder der Refrag in der Mitte gegen Brick von TMR vom Booster aus. Also die Jungs haben immer eine ganz, ganz kurze Überzahlsituation, aber die wird halt dann leider auch immer direkt wieder hergegeben, weil irgendwo an einer anderen Stelle der Map einfach dieser Refrag fällt. Und somit ist es natürlich für die CT super schwer, weil direkt nach diesen Frags immer instant rotiert werden muss und man somit der Gefahr ins Auge sieht, dass man hier in die T's reinrennt, Xünder mit der MP gegen Ergo am Gelb, 2 gegen 4, Xünder bleibt auch Sieger gegen Gapi da am Y, hat ein kleines Lenkrad, ja und da ist es nur noch Asa, allein im 1-on-4, das kann er leider nicht holen, 16-5, ja, für die Jungs von Rheinland-Pfalz, sehr, sehr stark gespielt auf jeden Fall, also da kann man nichts sagen, das war klasse gespielt, sehr, sehr konzentriert.